Ja, ganz herzlich willkommen. Konferenz nach dem dritten Playdown-Spiel, die zweite Partie in Rosenheim zwischen den Stabus Rosenheim und den Heilbronner Falken. 2697 Zuschauer waren dabei im Emilio-Stadion, haben das Herzschlagfinale gesehen. Entscheidung in der letzten Sekunde der ersten Verlängerung durch den verwandelten Strafstoß von Tyler Schofield. 3:2 der Endstand also nach Verlängerung und 2:1 gehen die Stabus damit in der Serie wieder in Führung. Ich darf natürlich ganz herzlich begrüßen Gerhard Unterlockauer, Coach der Heilbronner Falken und Stabus-Coach Franz Stier. Im anderen Playdown-Spiel zwischen Bad Nauheim und Grimmitschau, da steht es nach 5 gespielten Minuten im letzten Drittel 1:1. Ganz schnell noch die Ergebnisse der heutigen Playoff-Partie in der DL2. Dresden schlägt Kaufbeuren 3:0. Kassel schlägt die Lausitzer Füchse 6:1. Frankfurt schlägt Freiburg mit 4:2. Und Bietigheim schlägt Bayreuth mit 9:0. Ja, die zweite Partie in Rosenheim, das zweite Mal die Entscheidung in der Verlängerung, das zweite Mal zugunsten des Stabus. Ist natürlich extrem bitter für euch, Gerhard. Heute war es natürlich noch extremer, wenn man in der letzten Sekunde dann durch einen Strafstoß sozusagen den Sudden Death bekommt. Wie hast du das Spiel bis dahin gesehen? Und dann sprechen wir am Schluss noch über die Strafstoßsituation. Naja, wir haben mal nicht gut gespielt heute. Wir haben mal keinen Jump gehabt. Wir haben mal, weiß nicht, irgendwie schwere Beine gehabt. Es war kein Spielwitz da. Und wenn man nicht arbeitet, kann man kein Eishockeyspiel gewinnen. Okay, nichtsdestotrotz habt ihr es in die Verlängerung sozusagen geschafft. Die Entscheidung wieder mal sozusagen im Sudden Death und diesmal ganz extrem. Wie hast du die Situation gesehen, die zu diesem Strafstoß führte? Naja, es war ein White Zone Entry mit viel Speed auf unserem Verteidiger, der was relativ still gestanden ist, schlechte Position gehabt hat und dann die Body Position verloren hat gegen einen offensiven Spieler. Wie gesagt, die Frage ist, ich habe es nicht so genau gesehen, ob er wirklich schon eine Abschlusschance gehabt hat, dass man in der letzten Sekunde in Overtime eine Penalty gibt und im Prinzip das Spiel damit entscheidet. Aber wie gesagt, es ist passiert, es ist jetzt vorbei, das Spiel ist abgehakt und es geht weiter. Ja, danke Gerhard. Dann geben wir das Mikrofon an den Franz, der ja wahrscheinlich auch sehr angespannt war und dem ein Stein vom Herzen gefallen ist dann in dieser extremen Situation. Wie hast du die Situation gesehen? Welche? Die zum Strafstoß führte. Es hat einen Strafstoß gegeben, wenn wir es... Der ist schon aufs Tor gekommen, der war aber dann so freier Lauber. Der Schiedsrichter hat das so gegeben, wir müssen das sowieso hinnehmen, wie es ist. Ja. Zum Sprühen, wir haben glaube ich sehr gut angefangen wieder, aber die Chancenauswertung war wieder nicht sehr gut. Ich denke, beide Torhüter haben sehr, sehr gut gefangen. Es hat beide Seiten Pfostenschüsse gegeben und Großchancen, wobei wir im regulären Spiel glaube ich mehr klare Chancen gehabt haben. Wir sind im Gegensatz zu in Heilbronn mehr auf den Körper gegangen und sind durch das vielleicht auch etwas besser ins Spiel gekommen. Ja, das zweite Mal die Entscheidung erst in der Overtime. Ist es dann auch irgendwo dann der Heimvorteil, in so einer Extremsituation das Spiel entscheiden zu können? Das kann ich nicht sagen, ob das Heimvorteil ist. Wir haben halt so Overtime, es ist auch immer ein gewisses Glück dabei, weil ein schlechter Schuss oder ein schlechtes Tor, der was abgefälscht ist, der kann das Spiel entscheiden. Es muss nicht einmal sauber ausgespielt sein. Meistens sind ja das so dreckige Tore. Wir haben jetzt heute das Glück gehabt, ich meine, die Spiele waren alle eng. In Heilbronn haben wir eine Viertelstunde sehr gut gespielt und dann haben wir einen Betrieb eigentlich eingestellt, was Körper betrifft. Da hat Heilbronn alle Checks zu Ende gefahren und wir haben uns da auf das eingestellt und ich denke, dass wir ganz gut gespielt haben heute, aber man sieht, das ist eine sehr enge Serie, Heilbronn ist eine sehr gute Mannschaft und schauen wir, was am Dienstag passiert. Ja, am Dienstag geht's weiter, lassen wir es damit bewenden. Gibt es noch Fragen von Seiten der Presse? Kopfschütteln, okay, dann ja. Ist nicht mehr viel zu sagen, als dass es übermorgen weitergeht mit Spiel Nummer 4, dann wieder in der Heilbronner Kolbenschmidt Arena. Spiel beginnt 20 Uhr und dann sehen wir uns wieder am nächsten Freitag, 19.30 Uhr hier im Emilio-Stadion, dann zu Spiel Nummer 5. Ja, bis dahin eine gute Woche, euch eine gute Heimfahrt und dann auch wieder eine gute Herfahrt nach Rosenheim am Freitag. Wir sehen uns noch und unseren Zuschauern in Spray TV einen schönen Abend. Danke und Servus.